Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play LOL Tomb Raider. Nein, wir spielen nicht LOL, wir spielen schnell weg, Lara. Schnell weg. das war knapp. Bei Let's Play Tomb Raider 3, genau. In der letzten Folge hat Lara die Rakete gezündet und ist leider nicht mit ins All geflogen. Das ist echt sehr traurig. Ich hätte es ihr gegönnt, weil dann wären wir sie losgeworden. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt genau hier. Voll praktisch, ja. Lara ist nicht mit ins All geflogen, sie ist noch da und jetzt müssen wir wieder zurück zu diesem unbekannten Objekt. Was das wohl ist, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Was ein Scheiß. Wieso werde ich denn jetzt hier getroffen? Ja gut, ich bin jetzt einfach hier reingelaufen. Das ist jetzt, glaube ich, auch für den Moment egal. Denn da kommt jetzt nicht mehr so viel, glaube ich. Hier ist noch irgendein Raum. Da war ich, glaube ich, noch nie drin, aber gut. Ja, es geht jetzt darum, dass hier auch eine Tür ist. Wow. Unglaublich. Hier können wir jetzt wahrscheinlich die CD reinpacken. Die heißt sie CD zur Codefreigabe. Okay. So, jetzt mache ich mal Folgendes ganz bewusst. Wir drehen uns jetzt einmal um. Was? Nein, Spaß. Ich wusste natürlich, was hier kommen wird. Und ja, hier liegt. Davon wusste ich jetzt nichts, aber. Hier liegt ein Alien, was seziert wurde. Merkwürdig. Ja. In Tomb Raider 3 gibt es Aliens. Das ist an sich ganz cool. Ich habe das Gefühl, hier liegt was. Ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. So. Ja, hier ist ein Alien. Cool. Also wird dieses Objekt dort ein Raumschiff sein. Das ist merkwürdig. Aber irgendwie auch ganz cool, oder? Oh. Ein Wal. Zwei Wale. Ist das die Mehrzahl? Und noch ein Alien. Alles klar. Ja, ihr seht schon, das Ganze ist hier eine ganz merkwürdige Nummer. Und da müssen wir jetzt irgendwie so ein bisschen schauen. Ich weiß nicht mehr, wie das Ganze direkt lief hier. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie soll ich da reingehen? Müsste ich jetzt echt überlegen. Könnte man hier so ein Ding vielleicht wegziehen oder so? Also hier nicht. Dort auch nicht. Ah, okay. Da ist schon mal irgendeine Klappe. Okay. Da bin ich mir jetzt unsicher. Aber hier ist auch was aufgegangen. Das ist sehr praktisch. Dann würde ich sagen, auf ins Innere. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hoch muss. Glaube hier, oder? Boah, sieht das strange aus. So. Wie das sich anhört, als wäre es hier einfach so nass drin. Oh oh, wir sind gefangen. Gefangen, gefangen wie Ratten. Oh, es dampft. Was macht der denn hier? Irgendwie sieht das Ganze hier ein bisschen größer aus, als es irgendwie von außen aussah, oder? Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Also muss ich an der Seite hoch. Und jetzt ist es hier auf einmal so grün. So, das sieht doch viel, viel größer aus. LOL. Ja, so ähnlich hatte ich das aber auch in Erinnerung. Ich weiß jetzt nur nicht so ganz, was das mit den Walen auf sich hat.
Gute Nacht. So, hat irgendeiner von denen was gedroppt? Sieht nicht so aus. So, von außen sah das doch viel, viel kleiner aus. Vielleicht ist das ja irgendwie eine Technik, die die Aliens beherrschen. Joa. Ansonsten sehen wir halt, dass die irgendwie mit ihren Händen alles steuern. Ups. Und das hier scheint das nächste Artefakt zu sein. Okay, Area 51 ist abgeschlossen. Jetzt ist halt die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich drücke einfach mal auf Enter. Okay, jetzt müssen wir hier schon direkt den nächsten Level wählen. Also was das mit den Wahlen gewesen wäre, habe ich einfach jetzt nicht rausgefunden. Wir haben jetzt halt nur die beiden Möglichkeiten, einmal Südseeinseln und London. Die Südseeinseln habe ich bisher immer als letztes gespielt. Ich weiß nicht warum, ich habe es einfach gemacht. Dementsprechend würde ich auch jetzt zuerst nach London gehen. Ich weiß so ungefähr, was mich hier erwartet. Das ist so ein bisschen das Problem auch an diesem Spiel und an diesem Level. Wir speichern mal kurz und gucken, wo wir gerade sind. Kai an der Themse, ich erinnere mich. Gut, unser aktuelles Ziel ist es, glaube ich, irgendwie dort hinten hinzukommen. Erinnere ich mich da richtig? Ich weiß es nicht. Boah, es ist, also dieser Level ist wirklich kompliziert. Das kann ich euch sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich werde hier wahrscheinlich noch weniger Secrets finden als sonst. Okay, hier geht es schon mal nicht lang. Super. Das heißt, ich muss mich da irgendwie so rückwärts rüberdingsen, glaube ich. Ja, hier vielleicht. Nee, noch nicht ganz. Erstmal Gesundheit verloren. Dann lasse ich das mal kurz und gucke mir das nochmal an. Es ist so lange her, ich habe keine Ahnung. Irgendwie geht es ja anscheinend auch hoch und hier irgendwo hin. Wo bin ich hier? Oh. Ja, hier überhaupt zu checken, was man überhaupt machen soll, ist hier, glaube ich, schon schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier hin sollte. Kann es euch echt nicht sagen. Ich sag euch ganz ehrlich, dieser Level ist der weirdeste, den ich je gespielt habe. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, hier scheint irgendwo jemand zu sein, aber als ob ich eine Ahnung habe, wo. Da könnte ich zu irgendeinem Dingens gehen. Ist das gerade der Plan? Ich nehme jetzt einfach diese Seilbahn. Mann, stirb. Das hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Tomb Raider 4 Feelings. Ich habe echt keine Ahnung. Fragt mich nicht, wo wir hier hin müssen. Dieser komplette Level ist, glaube ich, einfach Learning by Doing. Komme ich jetzt wieder komplett hoch, als ob. Nee, das war nicht der Plan. Es sieht irgendwie so aus. Wieso habe ich dann diese Seilbahn benutzt und so? Ja, ich komme hier echt wieder ganz nach oben. Das ist weird. War vielleicht irgendwie der Plan, ganz nach unten zu kommen oder so?
Ja gut, aber das bringt mir ja jetzt auch erstmal, oder? Das bringt mir vielleicht doch was. Moment. Es hätte mir eventuell was gebracht. Sagen wir es mal so. Wo habe ich denn jetzt das letzte Mal gespeichert? Ich hoffe oben. Ja, perfekt. Ich habe echt keine Ahnung. Was tust du? Okay. Das hat mir jetzt irgendwie nicht so wirklich weitergeholfen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hätte gerade wenigstens Theorien. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal wieder nach ganz oben gehen. Ah, okay, da unten ist das. Okay, ich weiß jetzt immerhin schon mal, wo es ist. Das ist schon mal hilfreich. Oh. Hier sind es also Raben, die einen angreifen. Und die man hier abschießt. Okay. Ein bisschen weird, aber ist okay. Ja, von hier aus komme ich da doch nicht hin. Never. Muss da irgendwie ran. Puh, das wird lustig. Okay, ich habe wieder eine neue Theorie. Die schießen jetzt immer zweimal, bevor sie sterben. Und ich habe gerade aus Versehen überspeichert. Ich glaube. Wo führt das hin? Irgendwie so ins Nichts. Das hier kommt mir irgendwie gerade sinnvoller vor. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass dieser Level einfach nur verwirrend war. Das war ja schon damals. Und das wird tatsächlich auch nicht besser. Also macht euch auf einiges gefasst. Okay, ich habe ein paar Ideen. Das war's dann aber auch. So, ich hoffe, ich habe gerade nicht allzu fest gegen das Mikro gehauen. Es ist einfach nur verwirrend. Ich weiß auch nicht, wie lange es her ist, dass ich diesen Level das letzte Mal gespielt habe. Also der ist wahrscheinlich echt am längsten her. Weil ich den von allen am meisten gehasst habe, sage ich ganz ehrlich. Der ist echt furchtbar. So, jetzt müsste ich theoretisch entweder hier so hin und dann da irgendwie so gegenspringen. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Sieht gut aus. In meinen Augen relativ richtig, aber nee, ich glaube. Schwierig, schwierig. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir müssten tatsächlich irgendwie auf die andere Seite kommen. Nicht ganz. Ich überlege, wie es am schlausten ist, darüber zu kommen. Ich glaube, wenn wir hier nochmal rüber gehen, das sieht halt so aus, als wäre dieses Gebäude einfach nur kaputt und baufällig, ey. Also sieht einfach schrecklich aus. Ich glaube nicht, dass das hier der Weg ist, aber wir probieren es nochmal aus. So. Nee, das ist nämlich schon. Genau. Das ist nämlich schon ein zu niedrig. Ist das hier vielleicht doch der richtige Weg? Kann ich irgendwie noch einen runter?
Nee, irgendwie nicht. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das so sein sollte, aber ich nehme es als Geschenk. Das wiederum nicht. Aber der Rest, das war doch perfekt, genauso geplant. Hier müsste das Medipack gewesen sein. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann lande ich hier. Perfekt. Puh. Okay. Das war einfach nur merkwürdig. Was ist passiert? Oh, es ist wieder weg. Irgendwie möchte ich das nicht, aber ich glaube, ich muss da halt später hin. Aber da gehe ich jetzt noch nicht hin, sondern erst später. Das mache ich nicht nochmal. Vielleicht muss ich da doch erst, also direkt hin. Komm ich da? Och nö. Och nö. Oh. Wo bin ich hier gelandet? Irgendwie bezweifle ich, dass das so geplant war. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so an. Das sieht für mich irgendwie, haltet mich für verrückt. Das sah für mich irgendwie so aus, als hätte ich irgendwas richtig gemacht. Hallo? Wie bin ich hierher gekommen? Ich glaube halt, ich muss gerade echt wieder zurück, oder? Puh, also das ist echt so der Level, von dem ich noch am wenigsten Ahnung habe und auch am wenigsten Ahnung haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Mag ich wirklich überhaupt nicht. Jetzt hört man hier schon wieder diesen Kackraben. Der soll sich mal verziehen. So, hier müssen wir jetzt wieder wenden. Oh Mann, ich hab's halt einfach so überhaupt gar nicht vermisst, muss ich gestehen. Ja, toll. Und was nun? Da geht's doch auch irgendwo hin. Was soll ich nun tun? Ich verstehe es nicht. Soll ich vielleicht irgendwie so darauf springen? Ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Hier haben wir schon mal nichts. Da waren noch Fackeln.
Aber ich würde eigentlich an dieser Stelle dann auch die Folge beenden. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Ich habe irgendwas getriggert. Oh, hi. Die Killerraben sind auch am Start, aber ja. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh Mann. Und dann gucken wir mal. Ja, ob das hier richtig war. Vielleicht war es auch falsch. Ich würde vielleicht einfach noch kurz speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.